Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Aber vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Ach, ich hab keine... Alles gut, mach ruhig. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst Ihren Namen. Für Klaus. Wen Sie arbeiten. Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ja. Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Wie ist Ihr Name? Genau, das ist... Ach, mach schon ruhig. Das muss schmerzhaft sein. Ja, für ihn bestimmt. Sie brauchen nur zu antworten. Ich weiß. Und Ihr Kamerad wird nicht länger leiden müssen. Ja. Noch keine Antwort? Was muss ich tun, damit Sie sprechen? Möglicherweise brechen Sie Ihr Schweigen. Wenn ich etwas weitergehe. Mach ein auf Van Gogh, komm. Oh. Nein, nicht wirklich. Das war nur. Achso, okay, das war nur das Auge. Okay, ich dachte schon das Ohr. Das ist doch vollkommen unnötig. Sie müssen mir nur antworten und dieser Albtraum hat ein Ende. Na los doch. Reden Sie schon. Ich hasse es, Menschen so sinnlos leiden zu sehen. Ja, genau. Mach das, was er sagt. Oma Sean Colley. Ein sehr dringender Auftrag. Ich muss Sie leider verlassen. Oh, schade. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir... uns weiter unterhalten. Ach super, da freue ich mich schon. Ach Gott, da freue ich mich schon drauf. Warum spielen wir das jetzt eigentlich, wenn wir wissen, dass wir geschnappt werden? Was jetzt? Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Was bist du denn für einer? Nein. Aber ich überleg mir was. Er ist doch der Geheimagent, nicht wir. Da ist eine Wache. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich mach's einfach. Oh. Da sind noch mehr Wachen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das gibt nur Ärger. Ich brauch gar nicht probieren auszusteigen. Wir sind sofort weg. Ich hab's einfach. Kuckuck. Fällt überhaupt nicht auf. Überhaupt nicht fällt das auf. Können wir was machen? Müssen wir... Ah, das wäre zu einfach. Oder? Das wäre zu einfach. Es ist aber die einzige Option, die ich gerade habe, oder? Der Einzige, der ihr was bedeutet, weil ich es jetzt gerade sehe, ist natürlich der Navajo. Shit, sie ahnt was. Noch nicht. Bleib ruhig. Ja, ich kümmere mich schon drum. Komm mit. Was? Aber... Sei still und folg mir. Geht. Jetzt zum Kondensator, bevor sie merken, dass es nicht stimmt.
kannte ihn schon. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier spielen, kannte sie ihn schon. Ja doch. Wir müssen weiter, sofort. Ja doch. Guck weg. Weil das war ja nach dem großen Unfall auf der Flucht. Die Tür da drüben. Das muss der Weg sein. Welche Tür? Da drüben? Ich habe keine Ahnung, welche Tür. Er macht die Augen zu. Der Kondensator ist nah. Ich fühle Echos, sie kommen aus der Kluft. Nicht so viel erzählen, das steckt jemand in euch. Das ist faul. Jody, was ist da los? Shit. Was ist ein... Get down! One button! Weiter mit Ligai! Women, ja, one damen! Aiden ist getrennt worden. Aiden ist alleine. Aiden hat... Ach du Kacke. Aiden ist... getrennt. Ey, das ist auf der einen Art und Weise gerade richtig cool. So, wir haben hier jemanden. Ja, Aiden bedeutet ihr was, aber das kann sie jetzt nicht ändern. Dass er getrennt ist. Also es gibt einen, den wir kontrollieren können. Nur mal so. Ich guck mal hier drüben noch. Hier ist die Dusche. Augen zuhalten. So. Nee, hier sitzt keiner weiter drin. Aiden, ich brauch dich. Wo denn? Wo bist du? Was ist eigentlich da hinten drin? Warte mal, ich muss ganz kurz gucken. Was ist da hinten? Was wäre, wenn wir dort lang gegangen wären? Ein Technikerraum? Okay, hier ist die Stromversorgung. Hier? Huch! Shit. Okay, das hat leider nicht geklappt. Verdammt. Das wäre auch zu einfach gewesen. Damit hätten wir wahrscheinlich das Kaff... Oh, warte mal. Wir können ihn trotzdem wieder übernehmen. Wo bist du, Aiden? Ich bin hier. Ich versuche, einen Weg zu finden. Mensch! Ach wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Können wir hier irgendwas ausschalten? Sauerstoffversorgung oder so. Natürlich nicht. Sollte ich es nochmal probieren? Wir brauchen eine Waffe. Ich glaube,
So geht's. Aiden. Tür zu. Okay, wir haben ein bisschen für Furore gesorgt gerade. Okay, wir wissen, wo wir hin müssen. Aiden? Aiden, er ist da. Was ist? Schnell. Ach du Scheiße. Schnell. Finde mich. Wir haben das Eindämmungs... Oh Gott. Das ist schon nach der Folterung. Sie wurde gefoltert schon. Schnell. Hol mich hier raus. Ich probier's. Geht nicht. Ich probier's nochmal. Komm. So. Ich muss erst Ryan finden. Nein, den brauchen wir nicht finden. Lass den Typen. Ryan? Ryan, bist du da? Oh Gott, der hat mehrere Stellen, die ihm wehtun. Bring sie. Schnell. Ich habe keine Ahnung, warum ich das hier gerade mache. Das ist wahrscheinlich bloß pures Mitleid. Falsche Richtung. Der ist da und der ist da. Oh Gott, das ist kompliziert. So, darf ich jetzt die Tür aufmachen? Ja. Komm, mach auf die Tür. Alles okay? Willst du das wirklich wissen? Ach, tut mir leid wegen dem Auge. Kannst du laufen? Ja, ja, ist klar. Geh zu den U-Booten. Warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jody, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jody. Wir müssen weg. Hau doch einfach ab. Du musst es tun. Du weißt das. Also er, nicht wir. Ja, ist ja richtig. Ihr habt ja recht. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Wo ist der Verhörraum? Ist das der Verhörraum? Kümmere dich um den Mistkerl ein. Ja, doch. Kuckuck. Oh, tschüss. Hätten wir das anders machen können? Wahrscheinlich. Wo ist der Sprengstoff? Sprengstoff, da ist der Sprengstoff. Oh oh. Das klingt nicht gut. Sagen, die sind jetzt verdorben hier, hä? Die machen Geräusche. Boah. Aber sie greifen mich nicht an. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich weiß es gar nicht. Oh, guck mal, was macht... Achso. Was ist hier? Boah. Die Frage ist bloß, hier die, ist das jetzt, sind das die Chinesen, Kaztan oder was auch immer das war,
Die sind doch aber auch kein Deut besser als die Amerikaner. Die Amerikaner wollen doch bloß, dass sie die Deutungshoheit über das haben. Die werden sie niemals gehen lassen. Wer bist du denn? Ein Wissenschaftler, okay. Sie werden sie doch niemals gehen lassen. Machen wir uns doch nichts vor. Okay, die haben jedenfalls auf Englisch geschrieben, ihre Forschungsergebnisse. Das finde ich toll. Aber nix. Nee, das... Oh nein, ich muss noch weiter tiefer. Da ist der Riss da hinten. Das ist unter Wasser? Okay. Woran erinnert mich das jetzt gerade? Kann ich einfach einen Körper machen? Wahrscheinlich nicht. Ich muss die Treppe nutzen, ne? Die Leiter, Schuld. Scheiße, ich hab echt Angst, ein. Nicht weit weggehen. Und. Cool aus. 3, 2, 1, meins. Das sieht nicht schwarz. Und dem Ding muss es doch Licht geben. Okay. Ruhig bleiben, Aiden. Nein, Aiden. Man darf uns nicht bemerken. Ach so? Ich wollte, dass Aiden rauskommt, ne? Weil hier sind tote Leichen. Warum können die uns nicht bemerken, in dem Zustand, wie wir jetzt hier gerade langlaufen? Was ist das, was da leuchtet? Das wird von drei Dingern hier gehalten. Okay, es ist scheinbar erstmal nur ein kleiner Riss, aber trotzdem. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Okay. Ich habe den Punkt wieder nicht gesehen. Ich wollte die Kamera gerade drehen und jetzt hat sie... ...das einfach rangepappt. Ich befürchte noch ganz böses Unheil. Das ist zu einfach. Doch nicht blöd. Ist das der letzte? Ja, uah. Oh. Haut ab. Warum sehen die so komisch aus und Aiden nicht? Warum sieht Aiden überhaupt nicht aus? 3 Minuten? Na, du bist ja... Gut, 3 Minuten. Nichts wie weg. Irgendwas passiert. Oh mein Gott.
glaube, das wird nicht gut. Das wird überhaupt nicht. Heute hier mit mir. Mit. Nein! Die größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Zerstört! Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Miststück! Ach, Menschenskinder, dass ich das nie... Nein! Da hätte ich ja gehen können. Jahrelange Arbeit! Und alles umsonst! Nein! Nichts umsonst. Na toll. Ach komm. Ich drücke immer die falsche Richtung. Ich bin ganz schlechter Kämpfer. Tut mir nicht weh. Du siehst es. Auf der anderen Seite. Oh, 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 oh. Oh, danke. Das ist doch, doch ganz nett. Was nun? Ach, er hat uns gerettet. Er hat uns gerettet. Och nee, jetzt müssen wir ihm auch noch. Och nee, jetzt müssen wir ihm auch noch behilflich sein und freundlich und dankbar und. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht immer, in welche Richtung ich drücken muss, weil das. Ich drücke eigentlich in die Richtung zum Verteidigen und eigentlich wollte er einen Angriff wissen. Weißt du, also entgegengesetzt. Das ist total plemplem manchmal. Aber nun gut. Ist das nicht ein bisschen kalt? Wir werden sowas von tot sein. Ob er uns verzeihen wird, dass sein Auge weg ist? Komm schon. Oh, fuck. Aiden. Aiden. Ach, hör auf mit dem Küssen hier. Komm schon, Jody. Wach auf, ja? Wach auf. Durch diesen harten Brustpanzer? Wach auf. Komm schon. Ich kann nichts tun gerade. Schon. Du komm, streng dich an. Na toll. Na. Liebe dich, Joey. Wenn, dann hast du es nicht gezeigt, mein Freund. Kommt jetzt auch noch. Da! Da drüben! Das sind ein paar Helden. Ja, eigentlich zieht man die Person dafür aus, aber ich glaube... Okay, jetzt bin ich mal gespannt.
Oh, was ist hier passiert? Sie und Prozent der anderen Spieler. Wie, warum gibt's denn da? Bei Konten mit Altersbeschränkung wird Prozent möglicherweise auch nach der Anmeldung bei PSN nicht angezeigt. Was ist denn jetzt hier los? Da hat man die Texte nicht übersetzt, ne? Müssen Sie angemeldet sein. Nicht gespielter Weg und Reden verweigert. In Basis eingedrungen, Besitz ergriffen. Unentdeckter Weg, unentdeckter Weg. In Basis eingedrungen und von Ryan gerettet worden. Ich wollte nicht von ihm gerettet werden. Ich will nicht von ihm gerettet werden. Ah.